Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Sommerklamotten. Die Klamotten, die ich mir jetzt für die kommende Saison gekauft habe. Wir sind ja schon mittendrin. Ich stehe auch hier gerade und mir ist so warm. Aber es ist so schön. Ich habe so lange drauf gewartet und ihr sicherlich auch. Und ich zeige euch heute die ganzen Teile, die man super anziehen kann, wenn es sehr, sehr warm ist. Über den Tag, aber auch für abends. Ich habe hier Kleider. Einiges an Kleidern, Hemden, dann auch Unterteile, sehr, sehr schöne Oberteile und ich habe hier auch zwei Sachen dabei aus meiner eigenen Kollektion, die jetzt live ist. Jetzt gerade, wenn ihr das wirklich schaut, wenn das Video veröffentlicht ist, ganz frisch, dann könnt ihr die Teile sogar noch ergattern. Ich werde auf jeden Fall aber alle Infos nochmal in die Infobox reinschreiben, falls ihr vielleicht irgendwie ein bisschen später seid oder so. Einfach, dass ihr informiert seid. Auch werde ich alle Teile nochmal unten in der Infobox verlinken. Schaut dort auf jeden Fall vorbei und wir legen gleich los. Wichtig ist mir, dass ich die Teile natürlich oft anziehen werde und kann. Und natürlich ist mir auch wichtig, aus welchen Stoffen sind die Teile eben, weil im Sommer schwitzt man so viel. Und wenn man nicht gerade so Leinen oder Baumwolle oder sowas trägt, dann schwitzt man umso mehr. Also man hat manchmal das Gefühl, man implodiert irgendwie, wenn es so heiß ist und man ist in so seinen Klamotten gefangen. Und mit diesem Bedenken sozusagen habe ich ein bisschen geshoppt. Ich habe wieder ein bisschen mehr Farbe zugelassen. Ich lege los mit dem Kleid, das ich anhabe. Nicht, dass ihr die ganze Zeit jetzt denkt, was hat sie denn da eigentlich an? Also das ist ein Kleid, das habe ich bestellt bei Saboskirt. Das ist eine Seite, die ich auf Instagram gefunden habe. Die gibt es schon ganz, ganz lange. Gestartet haben auch zwei Influencerinnen, die eine eigene Brand eben gegründet haben. Und die sind sehr erfolgreich damit. Und die machen wirklich wunderschöne Teile. Das Aber kommt jetzt. Die sind in Australien. Und ich habe das Ganze schon sehr lange verfolgt und habe mir immer gedacht, oh, ich würde so gerne dort was bestellen. Aber der Weg ist einfach so lang und es ist auch mit Zoll verbunden und mit ich weiß nicht wie. Und dann habe ich mich doch dazu entschieden, und dann ist es wirklich so passiert, dass ich sehr viele Wochen gewartet habe. Dann gab es Probleme mit Zoll, dann wurde es zurückgeschickt, dann wurde es erneut versendet. Also ein riesiges Hin und Her. Am Ende kann ich gar nicht sagen, ob ich das jetzt empfehlen würde, ehrlich gesagt, einfach weil es so kompliziert ist. Also dieser Versandprozess. Aber andererseits, die Teile sind so schön. Also zum einen habe ich dieses Kleid. Könnt ihr auch sehen, das ist relativ kurz. Aber das ist super schön mit diesen Puffelärmeln hier. Ne? Das liegt so schön. Das betont auch hier so ein bisschen diese Area. Und das finde ich super schön. Ich finde die Länge auch sehr angenehm. Das Kleid ist so ein bisschen durchsichtig hier. Den BH könnte man durchsehen. Ich habe jetzt so einen in so einem bräunlicheren Ton an. Der fällt jetzt nicht so auf. Und wenn, dann ist es nicht so wild. Bei den Unterhosen muss man natürlich aufpassen, dass man eine trägt, die jetzt auch nicht so besonders heraussticht. Aber ansonsten im Allgemeinen, ich liebe es, dass es an der Taille so schön eng ist. Das ist ja absolut mein Ding. Ich fühle mich sehr wohl darin. Es ist sehr schön luftig und es ist einfach weiß. Und weiß ist die Must-Have-Farbe im Sommer überhaupt. Dann habe ich mir kürzlich erst, seit man wieder durfte, war ich in Wiesbaden bei uns in der Fußgängerzone und habe mir ein schwarzes Leinenhemd gekauft. Schwarz ist vielleicht nicht so eine typische Farbe für den Sommer. Aber es ist eben ein Leinenhemd und für so einen Abend, ne, wenn man abends mal ausgeht oder so, einfach nur das anziehen, drunter irgendwie so ein Spaghetti-Kleid, so ein kurzes, ein beiges oder ein weißes oder ein schwarz oder so, das einfach offen dazu tragen, roter Lippenstift, vielleicht diese Handtasche, dieses Schätzchen, ne? Guckt mal so, einfach roter Lippenstift und weißes Spaghetti-Kleid drunter, fertig, richtig schön. Also das kann man eben offen tragen, einfach als ein Kleid. Ich habe das auch in der Größe 38 gekauft, also ich trage ja normalerweise sogar XS 34 und ich habe das in 38 gekauft, weil einfach die Länge dann passt. Das hat wieder diesen Oversize-Schnitt und Look, was natürlich auch richtig meins ist. Ich liebe das über alles. Und ja, das habe ich mir auf jeden Fall für so ein Teil für abends mal mitgenommen. Und das besteht eben aus Leinen. Nicht 100%, aber 70% Leinen. Das hat 69 Euro gekostet und das habe ich, wie gesagt, von Kohl's gekauft. Und dieses Hemd gibt es noch in vielen verschiedenen anderen Farben. Und was natürlich auch sein muss, ist ein weißes Hemd. Dieses weiße Hemd habe ich jetzt von H&M. Das ist ein Baumwollhemd. Das muss man natürlich auch immer gut bügeln. Das ist auch einfach so ein schönes Oversized-Hemd. Das einfach mit einer Jeans, wieder roter Lippenstift und diese kleine Handtasche oder diese Shopper zum Beispiel mit einem, das ist auch von Louis Vuitton, auch relativ, also ganz neu bei mir in meiner Sammlung, aber auch so, das ist die neue Tasche und genauso wie diese hier, die ist auch ganz, ganz neu. Ja, so Oversize-Teile, die sind so easy zu tragen. Gerade Leinen oder Baumwolle eben, wenn ihr auch morgens rausgeht und es ist noch nicht ganz so warm, aber ihr wisst, dass es später super warm wird,
zieht einfach drunter euer Outfit an, wenn es richtig heiß ist dann, ne? Und zieht einfach darüber ein Leinenhemd an oder ein Kimono oder so. Und es wird euch trotzdem so ein bisschen warm halten, aber später könnt ihr das ausziehen und habt euer Outfit für den super heißen Tag. Und ja, das sind auch einfach Must-Haves, ne? Weißes Hemd sowieso. Und hier, das würde ich sogar auch mit in den Urlaub nehmen. Darunter würde ich jetzt zum Beispiel auch einfach mein Bikini tragen oder so. Dann habe ich hier so ein Leinenkleid. Das habe ich von The Drop von Amazon. Aber das ist aus deren Staples-Sortiment, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, es ist immer da, nicht nur für 30 Stunden. Das ist ein wunderschönes Kleid. Das ist echt auch so ein Basic-Teil für den Sommer. So ein Must-Have-Teil für den Sommer eben, weil es ist aus Leinen. In diesem Ton, das wird einfach jedem stehen. Das kann man eben als Kleid anziehen mit einem Gürtel oder auch offen als eine Art Kimono. Das sitzt richtig gut, super schön feminin. Bei der Länge ist es so, dass es so rund ausfällt ganz unten. Hinten ist es so, ich sag mal so 10 cm länger als vorne. Die Knöpfe sind schön unauffällig, also auch so schön. Und wieder hier mit dieser roten Tasche, ne, mit so ein bisschen so einer goldenen Hardware oder auch mit so einer Tasche wird es richtig schön aussehen, mit weißen Schuhen dazu, entweder Sneaker oder Pumps oder so, wird es auch super, super schön aussehen. Und ja, das ist für mich auch so ein Must-Have, ne? Abends ausgehen, tagsüber, also egal wohin, das sind so richtige Basic-Pieces für den Sommer. Und was für mich auch ein richtig Basic ist, für eigentlich immer, nicht nur im Sommer, aber erst recht im Sommer, sind Kimonos. Und ich weiß, das ist so ein absolutes Typ-Ding ist oder dass es gar nicht so für jedermann etwas ist, aber ich liebe Kimonos und ich finde, man kann sie so schön einsetzen und man kann jeden Look so viel cooler machen. Also auch wenn es hier gerade aussieht wie so ein Morgenmantel oder so. Klar kann man das am Pool zum Beispiel mit einem Bikini drunter mal tragen, ne, zwischendurch, um irgendwie wieder reingehen, sich was zu trinken holen, wieder raus oder so. So ein Kimono ist auch dafür, gerade dieses hier, ne? Aber ich habe auch welche aus Seide mit so verschiedenen Mustern und so. Und wenn ich einfach eine Jeans anziehe, weißes so Crop Top zum Beispiel, und dann ein Kimono darüber, der sieht jedes Mal so cool aus. Und immer wenn ich ein Kimono trage, werde ich gefragt, oh, woher ist das? Also auch so für meinen Geschmack und für den Look, den ich sehr gern habe, eben dieses lockere, ein bisschen leicht oversized. Aber trotzdem möchte ich auch, dass man die Figur darunter sieht, ne? Dieses Feminine soll nicht verloren gehen. Und das ist so die perfekte Mischung. Ich ziehe darunter etwas Enges an, etwas Figurbetontes und darüber ein Kimono und ich habe irgendwie so eine perfekte Kombination aus zwei Stilen. Das ist auch ein richtig schöner langer Kimono. Wie gesagt, er hat hier auch hier Taschen, ne, hier drin. Super cool. Das ist jetzt von Zara, habe ich auch in M bestellt. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Bei Zara sind die Sachen ja immer sehr schnell ausverkauft. Ich glaube fast, das gibt es nicht mehr. Aber es gibt so viele andere Variationen, also was Kimonos angeht. Deswegen werde ich euch auf jeden Fall etwas verlinken, das dem nahe kommt. So, das nächste Teil, das ich bei Sabo Skirt bestellt habe, ist dieses Kleid. Und es ist so schön. Das ist wirklich so fein. Das ist einfach so ein kleines Stück Stoff. Aber es sitzt so schön. Es ist für so einen super heißen Sommertag einfach perfekt, weil es wirklich so wenig ist, ne? Es ist kurz, dünne Ärmel. Und es ist zwar sehr eng figurbetont, aber trotzdem kommt da auch super Luft durch. Und das ist zum Beispiel so ein typisches Kleid, was ich jetzt anziehen würde. Zum Beispiel, wenn es mir zu nackig wäre, ne, würde ich einfach ein weißes Hemd darüber anziehen. Ne? Oder wenn es für abends wäre zum Beispiel, dann würde ich das schwarze Hemd darüber locker anziehen. Oder ich würde auch einen Blazer darüber anziehen, so einen richtig kastigen, oversizeden, weil das so super eng und figurbetont ist. Das ist so ein schönes Kleid oder auch tagsüber zum Shoppen, ne, zum Beispiel, kann man das auch wunderbar hier kombinieren. Oder wenn ihr zum Beispiel abends im Urlaub in so einen Beachclub ausgeht oder so, zieht ihr dieses Kleid an mit so einer kleinen Handtasche. Das ist jetzt, wie gesagt, wieder von Sabo Skirt. Ist nicht so einfach, das zu bekommen, aber in diesem Style gibt es natürlich auch bei anderen Shops Kleider. Das hat mir so gut gefallen. Einfach dieser cremige Basiston, ein bisschen blau, ein bisschen rosé. Es ist eigentlich alles das, was ich liebe und schön finde, auf einem Fleck. Ich liebe Kleider, ich liebe Cremetöne, bläuliche Töne, rosé-Töne. Liebe ich aber auch. Das ist wirklich so die perfekte Mischung aus allem, was ich hier euch
gerade zeige. Es ist so schön. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, was ich zum Beispiel bei meiner Kollektion bedacht habe, dass man die Träger verstellen kann. Weil jeder hat eine andere Figur. Bei jedem ist der Oberkörper unterschiedlich lang, sage ich mal. Und hier kann es natürlich auch schnell zu hoch oder zu tief sein. Bei mir passt zum Glück gerade so. Die könnten ein bisschen kürzer sein. Sonst zur Not kann man das natürlich auch so ein bisschen annähen hier drin. Ne? Jetzt hat hier hinten einen Reißverschluss. Super, super schön. Und bei Sabuskirt eben, weil es aus Australien kommt, muss man Zoll bezahlen. Und nicht gerade wenig, ehrlich gesagt. Also am Ende, und die Sachen sind auch nicht günstig. Also am Ende habe ich einfach einen Haufen Geld bezahlt, ehrlich gesagt. Deswegen, schwierig. Das nächste Kleid ist dieses hier. So ein Pastellgelb ist auch für mich eine der schönsten Farben im Sommer. Generell so Pastelltöne, so Flieder. Weil ich sehe alles auf so eine sonnengebräunte, erholte, frische Hautfarbe. Wenn ich so an mich denke und was ich trage. Ne, und wenn ich jetzt so im Urlaub bin oder aus dem Urlaub komme, ich liebe das, wie glowy alles ist und gesund und erholt und dieser bräunliche, sonnengebrannte Touch und so. Und dann sehen so viele Klamotten auch einfach besser aus. Rot sieht dann richtig schön aus, weiß. Ne? Oder eben auch so Pastelltöne wie Flieder oder so ein Rosé oder eben dieses Gelb. Und das ist auch so ein Mini-Kleid. Und es ist rückenfrei. Und das habe ich gekauft bei H&M. Genau, in XS habe ich das gekauft, weil hier wollte ich nichts riskieren, was die Brust angeht. Und ich muss sagen, es sitzt richtig gut, wie angegossen. Und ich ziehe das auch ohne BH an, ohne Probleme. Und es ist auch nicht wirklich durchsichtig hier vorne. Wenn doch, dann klebe ich mir solche Patches drauf, solche Nippelaufkleber, die ich übrigens auch bei H&M gekauft habe. Die werde ich euch auf jeden Fall auch verlinken. Die sind so super. Also wenn ihr zufrieden seid mit eurer Brustform und so wie sie liegt und einfach ist, aber es euch stört, dass man die Nippel sieht, dann kann ich euch solche Pads, solche Dinger zum Draufkleben sowas von empfehlen. Das Kleid schaut nur gut aus, wenn man das ohne BH anzieht. Und sollte es mir hier zu durchsichtig sein, werde ich mir diese Dinger draufkleben. Aber ansonsten, es ist perfekt. Es fühlt sich so gut an, es ist super weich, es ist luftig, die Farbe ist ein Traum. Zum Beispiel dieses Kleid mit hochgesteckten Haaren und großen Kreolen oder super, super vielen goldenen Ketten, um hier wenigstens so ein bisschen den Platz zu füllen sozusagen. Hinten schön rückenfrei, vielleicht auch nur die Haare nur zur Hälfte hochgesteckt und hier die Haare auf und runter oder so. Ne? Mit Pumps, glaube ich, würde ich das fast nicht anziehen, weil das ist schon fast ein bisschen für meinen Geschmack dann zu over sexy mäßig. Ich würde eher flachere Schuhe dazu anziehen und das würde ich auch einfach so zum Beispiel tragen zum Eisessen mit irgendwelchen weißen Sandalen oder sowas. Richtig, richtig cool. So, und ich sprach ja von meiner Kollektion. Das ist jetzt ein Kleid zum Beispiel aus meiner Kollektion. Ich habe ja 9 Teile herausgebracht. Falls ihr das Video am Sonntag nicht gesehen habt, wo ich euch alles einzeln vorführe, schaut es euch auf jeden Fall nochmal an. Noch habt ihr die Chance, die Sachen zu kaufen. So verrückt, hier steht einfach Olesjas Welt, The Drop. Wahnsinn! Das ist ein Wickelkleid. Und ein Wickelkleid ist für mich auch ein Must-Have im Sommer. Das ist auch so easy angezogen und ciao. Kleid ist überhaupt das Beste, was man im Sommer tragen kann, weil man zieht eine Sache an und man ist schon fertig, man ist schon ready, man ist gestylt und das ist ein super, super schönes Kleid für tagsüber, aber auch für abends. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das stylen kann. Make-up spielt natürlich auch eine große Rolle. Zieht ihr dazu eine Lederjacke an, zieht ihr dazu einen Blazer an, eine Jeansjacke oder vielleicht gar nichts oder ein T-Shirt, keine Ahnung, gibt ja verschiedene Styles oder auch Geschmäcker, ne? Das kann man mit Sneakern anziehen, das kann man auch mit natürlich Pumps anziehen, mit schickeren Schuhen zum Weggehen oder so, ne? Wenn man im Urlaub ist, so abends, wenn man ausgeht, super, super schön. Oder auch für tagsüber, ne? Das ist wirklich ein Kleid, das kann man hoch und runter stylen, das ist gar keine Frage. Es fühlt sich sehr gut an, es fällt wunderschön, es betont die Taille, es ist ein sehr feminines Kleid und hier zum Beispiel habe ich die Träger so machen lassen, dass man sie verstellen kann, höher oder tiefer stellen. Und auch hier bei dem Ausschnitt, wo man auch oft das Problem hat, dass es vielleicht manchmal zu offen ist und man sich so denkt, oh, es fällt mir irgendwie alles raus, muss ständig richten,
Das ist so die Krankheit von einem Wickelkleid vielleicht. Ich habe hier auf jeden Fall einen Knopf machen lassen, direkt auf der Höhe hier. Ihr könnt es zumachen, wenn ihr möchtet, ne, wenn ihr diese Sicherheit braucht. Wenn ihr das nicht braucht, könnt ihr das auch offen lassen. Man sieht es nicht unbedingt direkt. Dann habt ihr hier so eine Schnur, um das eben zu befestigen. Hier ist es nochmal gerafft an der Seite. Das sieht so, so schön aus. Auch wenn man läuft und dieser Schlitz sich leicht öffnet im Wind oder so, das sieht einfach unglaublich toll aus. Es ist nicht zu kurz, nicht zu lang. Es ist einfach ein perfektes Wohlfühlkleid. Und das kann ich euch sehr empfehlen. Also falls ihr noch die Möglichkeit habt, das zu kaufen, dann macht das unbedingt. Und dann habe ich noch so ein typisches T-Shirt-Kleid, was jetzt nicht so voll fashionmäßig ist, ne? Und mit dem ich jetzt wahrscheinlich nicht meine ganzen Instagram-Bilder machen werde, aber dass ich rauf und runter anziehen werde im Urlaub. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Das ist einfach so ein T-Shirt-Kleid aus Baumwolle in Orange mit super weiten Ausschnitten hier für die Arme. Das ist eine wunderschöne Farbe. Es ist einfach gerade geschnitten, es ist einfach nur gemütlich. Wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, wir fahren in den Urlaub Anfang Juli und darauf freue ich mich so, so sehr. Ich werde einfach morgens mich fertig machen, eincremen, Bikini anziehen und direkt so ein Kleid und fertig. Oder so ein Kimono und ich werde den ganzen Tag einfach nur abchillen und mich wohlfühlen. Und für sowas sind so T-Shirt-Kleider einfach perfekt. Genauso wie für zu Hause. Also ich trage zu Hause auf jeden Fall auch immer gemütliche Sachen und immer nur so baumwollkuschelige, weiche Sachen. Auch die, die ich jetzt in meiner Kollektion zum Beispiel habe. Ich habe ja auch alles so bedacht, dass es authentisch ist. Das ist so wirklich was von mir ist. Ne? Next we have ein Leinenkleid. Und ich bin so happy, dass ich das noch bekommen konnte, weil ich, das ist auch von Zara. Dieses Kleid ist einfach ein Traum, ein Traum. Sogar mit diesem Weißen zum Beispiel da drüber, wenn man möchte, oder auch einfach alleine, oder auch mit diesem Kimono zum Beispiel, egal womit. Das ist wieder so eine Farbe, die zu allem passt. Das habe ich von Zara, wie gesagt, das hat hier hinten so einen Reißverschluss. Das ist ein Mini-Kleid. Und ich habe eine Zeit lang gedacht, nee, Mini ist nicht mehr für mich, so wie ich bin aus dem Alter raus, obwohl ich ja eigentlich noch nicht alt bin und ich mache was für meine Figur, aber ich setze mir manchmal solche Grenzen, so blöd. Und jetzt will ich aber diesen Sommer möchte ich wieder mehr Mini-Kleider tragen, aber auch nur solche, wo ich mich auch einfach wohlfühle. Und in dem fühle ich mich so wohl. Ich sehe mich auch hier wieder mit gebräunter Haut, goldenem Schmuck, ganz viele goldene Ketten oder goldene Kreolen oder so, ne? So feine, nicht so Statement-Ohrringe oder Ketten, sondern so dünne Ketten, ganz viele dünne Ketten oder dünne Kreolen oder sowas, ne? Einfach ein Gloss, Haare hoch, vielleicht nur Mascara fertig, fast ungeschminkt mit so einem glowy, erfrischten Face. Und wirklich, wenn ich einfach Kleidungsstücke sehe, ich weiß nicht, warum ich da so ticke, aber ich kriege manchmal so richtig gute Laune, weil ich einen kompletten Look sehe, weil ich mich in einer bestimmten Situation sehe, weil es irgendwie so Spaß macht. Und dann habe ich mir speziell für den Urlaub so ein richtiges, dieses Kleid, wenn ich es sehe, dann habe ich so eine Vorfreude auf unseren Urlaub. Endlich können wir mal weg. Das habe ich noch neu. Ich habe es erst gestern ausgepackt, deswegen ist das Preisschild noch dran. Das ist auch wieder ein Leinenkleid in Rot. Das ist natürlich auch nicht jedermanns Farbe, aber ich liebe Rot über alles. Und dieses Kleid ist von Zara und das gab es fast nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, diesen Moment zu erwischen. In XS gab es das leider nicht, deswegen musste ich das in S bestellen. Und ich merke auch, dass es ein bisschen weit ist an der Taille. Aber es kann man trotzdem schön anziehen. Es hat hier einen super hohen Schlitz, was natürlich das Kleid nochmal schöner macht, nochmal femininer und sexier, obwohl es ein Midi-Kleid ist und einfach ganz lang runtergeht. Aber dadurch, dass es einen Schlitz hat, ist es noch ein bisschen so, ja, sexier. Hinten hat es so ein Gummi, das passt sich also eurer Brust richtig gut an. An der Seite gibt es so einen Schlitz mit dem Reißverschluss. Da kann man super gut eben reinkommen. Die Träger sind von dünn nach breit. Das sieht auch so sehr schmeichelnd aus. Also hier dieser ganze Bereich sieht super, super aus, ne? Mit hier diesem Herzausschnitt sozusagen. Richtig, richtig, richtig schön. Und das sehe ich auch so im Urlaub. Einfach schön gebräunt, erholt, mit vielleicht einfach irgendwie so Flipflops oder so, ne? Und dann so goldene Ohrringe, aber so dicke, kleine Kreolen. Kennt ihr die? Die so ein bisschen massiver sind. Und auch einfach Haare alle zurück in hohen Dutt oder so, ne? Vielleicht irgendwie mit einer Bodylotion eincremen, die so ein bisschen goldig schimmert. Oh, wow!
Und dann habe ich noch sowas hier, auch von Zara, das habe ich schon vor einer Weile bestellt. Das ist einfach so ein Teil, was ich immer mehr sehe. Ne? Das ist super cool, sieht aus wie ein Kleid, aber das ist ein Shorts. Und auch wenn man das anhat, ist es wirklich so weit und denkst, ja, wofür ist dieses Mittelteil überhaupt? Das hängt alles so locker. Aber trotzdem, auch wenn man sich hinsetzt oder so, das gibt einem so eine gewisse Sicherheit, weil es so dann doch alles zusammengeht irgendwie. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es ist sehr kurz, es ist durchsichtig, aber ich habe es bewusst so gewählt und auch behalten. Hier, das ist der Rücken. Wow, oder? Weil das ist so ein, einfach auch so ein Teil für so ein Beach Day. Hier hat man gleich schon ein Bikini drunter an. Wenn er durchschaut, wenn er durchsichtig ist, ist überhaupt nicht schlimm. Das stört gar nicht. Im Gegenteil, sieht sogar cool aus. Also einfach das, eine Strandtasche, Flipflops und let's go zum Schwimmbad, zum Pool oder zum Meer oder so. Und das, deswegen musste ich das haben. Und es ist so luftig, so leicht, super bequem, es hat sogar Taschen hier und einfach nur schön. So was Ähnliches habe ich sogar auch in so einem Knallgelb, habe ich jetzt vergessen hier zu zeigen. Das finde ich toll, darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr. Das kommt auf jeden Fall auch in meinen Koffer, in den Urlaub mit. Es ist einfach so heiß, ich kann schon bald nicht mehr. Wir haben aber auch nur noch drei Teile. Hier habe ich eine Shorts, die ich einfach so schön finde und ich warte einfach auf ein Ereignis, wo es auch passt, das anzuziehen. Das ist so eine Shorts, so eine, heißen die Bermuda Shorts, die so ein bisschen länger, ein bisschen weiter ist, aber so eine richtige schicke Shorts. Ich habe sie sogar geschafft in 34 zu ergattern, in diesem traumhaften Ton, in diesem cremigen Ton. Das mit etwas Weißem wird so toll aussehen, mit richtig hohen Schuhen. Das wird so, so schön sein. Es muss natürlich auch nochmal perfekt bügeln, ne, dass es nur hier diese eine Falte hat und nicht noch drei neben dran. So schön. Das betont auch die Figur sehr. Das kann man natürlich auch mit einem Blazer anziehen, so als Anzug. Aber ich sehe das einfach nur so alleine, vielleicht auch wieder mit einem weißen Oberteil, mit einem weißen Hemd oder so. Mega schön. Also, ich weiß auch gar nicht, was man dazu noch sagen kann. Ich zeige euch mal, wie ich das jetzt kombinieren würde. Ebenfalls mit einem Teil, das ich hier neu habe, und zwar dieses Oberteil. Oh, Leute, als ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich muss es haben, es ist meins. Es ist genau das, was ich liebe. Ich liebe Denim, ich habe so viele Jeansjacken und Jeanshosen und Jeanshemden und ich liebe das einfach. Gerade auch dieser Denim-Ton irgendwie, ich finde, dass es auch zu meinem Typ so eigentlich ganz gut passt. Ne? Das ist wie dieses kühle, bläuliche, ich liebe das. Und das ist einfach so ein schönes Sommertop, das sitzt hier perfekt, diese dicken Träger. Hier einfach eine weiße, weite, lange Hose dazu. Wow, schon habt ihr ein wirklich mega Outfit. Oder eben auch mit dieser Shorts. Ne? Und die Shorts, habe ich gesagt, habe ich von H&M und das Oberteil ebenfalls. Ich hoffe, ich finde das. Ich möchte das unbedingt zusammen anziehen. Das stelle ich mir so wunderschön vor. Aber dieses Oberteil stelle ich mir eigentlich zu allem sehr, sehr gut vor. Es muss auf jeden Fall etwas Einfarbiges sein und eher Schickeres. So ist meine Vorstellung. Wenn ich das jetzt mit einer Jeans-Shorts oder mit einer Jeans-Hotpants anziehen würde, dann würde das nicht gut aussehen. Das würde das so downgraden. Aber das ist eigentlich schon ein schickes Oberteil. Und deswegen sollte man auch das drunter so möglichst schick anziehen. Das ist einfach so geil. Boah, sieht man mir das an, dass ich schon richtig eingehe hier? Hot, hot, hot. Und als letztes, last but not least, haben wir dieses Oberteil. Das ist auch einmal aus meiner Kollektion. Das ist einfach so ein One-Shoulder-Top. Und das ist auch so ein Basic-Teil. Das könnt ihr cool, aber auch schick anziehen. Das ist wunderschön. Hier hat es eine Raffung. Das kann man ganz runter machen. Dann ist das Top insgesamt etwas länger. Ne? Für die von euch, die so ganz kurze Sachen zum Beispiel jetzt nicht unbedingt haben müssen. Hier gibt es auch einen Reißverschluss. Ihr kommt hier ohne Probleme rein in dieses Oberteil. Hier ist dieser Reißverschluss. Das kann man mit einem trägerlosen BH anziehen. Oder auch zum Beispiel mit diesen Patches. Das ist einfach ein Traum. Auch dazu zum Beispiel eine weiße Hose. So eine weiße, weiße, lange Hose, wow. Oder auch eine schwarze oder auch eine enge Jeans oder oh, egal was, wirklich. Stylisch oder locker. Ich habe dazu auch ein Reel gemacht. Also man kann das wirklich wunderbar kombinieren zu den verschiedensten Teilen. Es wird immer cool aussehen. Und gerade dieses auf eine Schulter, ne, das ist vielleicht so ein trendy Teil. Aber wenn man mal so beobachtet, dann finde ich,
dass diese One-Shoulder-Tops, ja, dass über diese eine Schulter, dass sie eigentlich konstant im Trend sind. Also die werden immer wieder angezogen, auch gerade zu so schickeren Anlässen oder so, sieht man immer wieder Tops, die nur einen Träger haben. Das heißt, es ist gar nicht so unbedingt ein trendy Piece, sondern es ist eigentlich auch so ein Basic Piece. Man muss einfach nur ein Typ dazu sein. Und ich habe das übrigens auch noch in einer anderen Farbe gemacht, in so einem gräulichen Ton. Und das sind beides für mich einfach so coole Teile, die ich auch im Sommer sehr oft anziehen werde. Auch wenn ich zum Beispiel auf ein Event gehen würde oder so, würde ich auf jeden Fall so einen Top anziehen. Und darunter ist fast egal, was ihr anzieht, weil das ist wirklich so basic. Ne? Dadurch, dass es weiß ist, es hat keine Muster. Ihr habt hier die Brust verschlossen, aber trotzdem ist es so schön betont. Und ja, ich liebe es. Und übrigens bei The Drop habe ich alle Sachen, ich persönlich trage XXS, obwohl ich in Wirklichkeit XS trage. Denn die Sachen von The Drop fallen meistens eine Größe größer aus. Das solltet ihr auf jeden Fall wissen, falls ihr dort shoppt. Und ja, das war es dann auch eigentlich schon mit meinem Sommerhaul, mit meinen Sommerklamotten. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Vielleicht hat es euch ja auch inspiriert. Mir hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich mache sowas ja auch so sehr, sehr gerne. Schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar und gebt dem Video auch einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Ciao!